jetzt möchte ich hier, hier einen schönen Abschluss haben. Ich schneide hier 2 Zentimeter länger als das hier. Also gute 2 Zentimeter. Und dann lege ich meinen Abschluss hier so. Ich klappe das einmal auf und lege 1 Zentimeter ungefähr. Klappe das wieder rein. Plus die Ecken hier entweder einmal schräg. Also das geht ganz gut so und dann so. Weil ich zeige dir, warum ich das so gemacht habe. Also hier eine Ecke reingefaltet. Wenn nicht, wenn ich das nicht mache, das ist ein bisschen frimmelig hier, dann klappe ich hier ein und dann kommt die Spitze hier ein bisschen raus. Es ist ja gar nicht schlimm. Kann man ruhig machen. Man kann auch versuchen, diese Ecke zu machen. Wenn die rauskommt, dann ist sie einfach wieder draußen. So, und dann wird das hier nochmal umgeklappt. Das Ganze kommt hier drum rum. Ich muss erstmal doch noch ein bisschen weiter nähen und dann kann ich mich dem Ende widmen. So, und dann versuche ich, dass mein Anfang schön eingefasst wird. Aber trotzdem muss unten auch eingefasst werden. Also nicht zu arg hier ziehen oben. Sieht man auch schon wieder nicht. So, also hier eingefasst, sozusagen verdeckt. Also der Anfang hier vom Schrägband ist eingefasst, verdeckt. Und hier vor und zurück. Und man kann, wenn man möchte, auch noch einmal senkrecht vor und zurück. Aber das mache ich nicht. Ich meinte mit senkrecht, dass man hier auch noch mal einmal nähen könnte. Hier. So wird es auch richtig befestigt. Jetzt geht es ein bisschen auf. Aber dadurch, dass es über 1 Zentimeter sich überlappt, dann ist es auch vollkommen okay. So, und hier ist auch mit eingefasst. Dann schneide ich die Fäden ab und dann bin ich fertig.